Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bereite heute Milenas Brei zu und wollte euch dabei mitnehmen. Und zwar mache ich sogar heute das erste Mal den Babybrei mit Fleisch, also Hähnchenfleisch. Außerdem habe ich Karotten, Kartoffeln, da kaufe ich immer die Drillinge und eine Süßkartoffel. Ich mache das auch immer so, ich nehme mir dann die Zeit und bereite alles vor, schälen, schneiden. Das Ganze kommt dann nämlich auch in die Tiefkühltruhe, dann hält das auch etwas länger. Man hat dann schon mal ein bisschen Arbeit geleistet und dann ist das Ganze auch schneller fertig. Ich zeige euch hier noch gerade nochmal unseren Breikocher, für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Den habe ich euch ja auch in meinen anderen Videos eigentlich mal des Öfteren gezeigt. Der kann garen, mixen und sterilisieren. Nice Socken hast du an. Danke. Ja, das war mir klar, dass du jetzt, genau jetzt filmen willst. Also, wie ich die Karotten wasche. Vor allem hast du alle vier auf einmal in der Hand. Das ist ja richtig spektakulär eigentlich. Das soll ein Brei-Zubereitungsvideo werden. Ich rede doch nur über Karotten. Mhm. Huch, hoppala. Hast du noch was dazu gefangen, ne? So, ich habe jetzt alles fertig geschält. Die Karotten habe ich auch geschnitten. Und ich habe jetzt auch keine genauen Mengenangaben. Ich mache einfach, Freischnauze. Genau. Hier habe ich ja noch die tiefgekühlten Kartoffeln. Außerdem habe ich hier auch noch ein paar geschnittene Pastinakenstückchen. Davon mache ich auch ein bisschen was rein. Jetzt mache ich noch ein paar Kartoffelchen rein. Karotten rein. Und noch drei kleine Stückchen Hähnchenfleisch. Ich finde, das reicht auch vollkommen. Sonst schmeckt das Ganze zu sehr nach Fleisch. Das kommt jetzt für 20 Minuten in den Breikocher. Hier steht auch noch mal drauf, für wie viele Minuten das rein kann. Hähnchen 20 Minuten, Karotten 20, Äpfel 15 Minuten und das ist, glaube ich, Brokkoli 10 Minuten. So sieht es aus. Pass auf, die Dämpfe. Die Dämpfe. Die giftigen Dämpfe. Der frische Duft von Babybrei. Das Ganze kommt jetzt in das Garwasser. Denn das Wasser hat auch nochmal so ein bisschen Geschmack von dem Gemüse. Ist quasi Gemüsebrühe. Kann man so sagen. Jetzt kommt noch ein bisschen Leinöl rein. Ein Klecksel. Jo. Kommt da eigentlich auch noch irgendeine Gewürze oder sowas rein? So ein bisschen Maggi oder so? Ich mache immer eine Prise Salz rein, aber ganz bisschen. Jetzt wird das Ganze gemixt. Dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Es ist etwas zu dickflüssig, deswegen mache ich noch ein bisschen abgekochtes Wasser dazu. So, schon besser. Soll ich mal? Ja, das Ganze zieht ja auch nochmal Wasser, deswegen. Süßkartoffelbrei ist ready. Den fülle ich jetzt auch hier rein. Oh, der ist glumpig, du, ey. Ja, aber die Konsistenz ist eigentlich gut. Du musst das ja wissen als alter Brei-Experte. Die Gläser hier, die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Die sind von Baby Move. Und die kann man auch in die Kühltruhe machen. Neuer Tag, neues Glück. Wir machen heute Gemüsenudeln mit Hähnchenfleisch. Dafür braucht ihr Hähnchenfleisch, Nudeln. Ich nehme Bandnudeln bzw. Tagliatelle. Die habe ich auch schon vorgekocht. Tomaten, ganz geschält habe ich jetzt hier in der Dose. Und Karotten. Alles drin in den Mixer. Genau, das hast du. Nee, den Gara zuerst, gell? Ja, ich mache erstmal die Karotten rein, die ich ja letztens schon mal schön vorgeschält und geschnitten habe. So viel habe ich jetzt reingemacht. Dann mache ich das Hähnchenfleisch rein. Die Tomaten. Tomaten oder machst du nur eine Tomate? Ich glaube, das ist eine ganze Tomate, oder? Also ich lasse mich auch immer ein bisschen von den Breigläschen aus dem Laden inspirieren, schaue dann, was da so für Zutaten drin sind und dann koche ich das Ganze nach. Ich stelle mir vor, jetzt so alles auf die weiße Hose. Das würde mich bei dir nicht wundern. Das ist ja auch eigentlich nicht für den Brei gedacht gewesen, Fräulein. Das war eigentlich für meine Pizzasoße. Ja, aber ich kann die auch so reinschmeißen. Ja, du brauchst eh nur eine, glaube ich, maximal. Ja, ich brauche nicht viel.
Das reicht, oder? Ja. Oder okay, mach noch. Das wäre dann eine ganze Tomate. Also das Tomate. Ist dann eine, ja, okay. Okay, wir machen jetzt eine ganze Tomate noch rein. Ja, ganz ist hier nicht mehr, sie ist ja schon geschält. Und zum Schluss noch die Nudeln. Ich habe die zwar schon vorgekocht, aber im Dampfgarer werden die dann auch noch mal ein bisschen weicher. So, dann machen wir das Ganze 25 Minuten in den Dampfgarer. 25 Minuten, weil ja, die Karotten ja gefroren sind. Wenn es jetzt frische Karotten wären, dann hätte ich es für 20 Minuten reingemacht, aber ich denke, das wird... Und das Fleisch muss gut durch sein, ne? Ja, das stimmt. Fertig! Sieht doch schon mal gut aus. Schauen wir mal die Nudeln. Guck mal, die sind schön weich geworden. Bist du zufrieden, Sabine? Ich bin sehr zufrieden. Das freut mich. Das Ganze kommt jetzt auch wieder ins Garwasser. Ich habe letztens im Rossmann hier Rapsöl gekauft. Ich verwende ja sonst immer Leinöl, aber wie in meinem letzten Video gesagt, oder auch nicht. Ich glaube schon. Kann man Rapsöl natürlich auch benutzen. Und dann wird das Ganze einmal durchgemixt. Warum kommt das jetzt so raus, so rasch? Das ist mir ich auch noch aus dem Deckel. Warum ist da ein Loch drin? Damit der Dampf so rausgeht. Ich finde, diese Dosen schmecken mir nie. Also, ja, finde ich auch. Gefühlt nie. Also Milena schmeckt es auch nicht aus dem Gläschen, aber selbstgemacht ist sie wirklich immer sehr gut. Ein Gläschen stimmt nicht. Schmeckt gut. Nach was schmeckt's? Also die Tomate ist natürlich sehr dominant, aber schmeckt so ein bisschen wie Tomatensuppe. Zu frisch gemachte mit ein bisschen Fleisch und Karotte. Lass mal testen, ja. Schmeckt gut, ja. Aber es geht aber mit der Tomate, ich finde das gar nicht so schlimm. Nee. Milena kommt ja mehr nach mir, die mag Tomaten. Das stimmt, Liana mag gar keine Tomaten. Ich glaube, die wird Liana wird das trotzdem essen. Die mag einfach nur die Konsistenz von Tomaten nicht, wenn die, die am Essen ist. Ich glaube, wenn die die so als Brei essen, würde die noch essen. Ja, weil die isst ja auch Pizza mit Tomatensauce. Ja, stimmt auch. Machen jetzt noch eine Portion für gleich, dann kühlt das schon mal ab und dann kann Milena das direkt mal verschmatzen. Und wie sind Sie so mit der Konsistenz zufrieden? Ich bin zufrieden, also... Am Anfang war es ein bisschen flüssig, aber mittlerweile hat nachgezogen. Gell? Genau, ja, das zieht ja mal ein bisschen Wasser. Wir können natürlich statt Nudeln auch Reis verwenden, also es ist ganz egal. Oder Kartoffeln. Jetzt machen wir Obstbrei und da ja, kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Es kommt natürlich aber auch auf das Kind an, welches Obst es am liebsten mag. Bei uns ist zum Beispiel Apfel-Banane-Brei so der Standard. Renner. Ja, Standard-Renner. Klassiker. Und heute machst du noch neue Zutaten. Genau, ich mache heute noch Mangos und Erdbeeren mit rein und ich habe auch schon mal Schmelzflocken vorbereitet. Das wird nämlich ein Obst-Vollkornbrei. Ich habe natürlich schon mal einen Apfel und eine Banane vorgeschnitten. Da mache ich jetzt noch ein paar Erdbeeren und ein bisschen Mango rein. Vier Erdbeeren und vier Mangostücke rein. Das Ganze kommt jetzt auch noch für 15 Minuten in den Dampfgarer. Hallo, Goldschatz! Ja, der Brei ist jetzt pünktlich fertig und Milena hat es gerochen, glaube ich, ne? Ausgeschlafen und glücklich, ne? Ja. Guck mal, Milena, ich habe hier schon Obstbrei vorbereitet. Mit einer Hand nicht so leicht. Hey Papa, du musst sie mal gerade holen. Ah, meine Haare! So. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Leinöl rein. So sieht der Brei aus. Und ich bin mal gespannt, weil ich habe den jetzt zum ersten Mal mit den Schmelzflocken zusammengemischt. Wie sie mich schon anguckt. Die ist schon bereit. So, Live-Test. Milena. Schmeckt echt gut. Moment. Lecker? Milena ist lecker. Was ist denn lecker? Ich finde den auch echt lecker. Milena, was sagst du dazu? Findest du den auch lecker?
Ich finde es sogar besser, als wenn man die Schmelzflocken im Topf zubereitet mit Obst. Also auf dem Mixer schmeckt es viel besser. So, die Kinder, die werden jetzt schon langsam hungrig. Deswegen würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich hier abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.